Zuhörermodus. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier ist Christian Meyer. Wir werden in Kürze das Webinar starten. Ein paar Teilnehmer fehlen noch, sodass wir denen auch die Gelegenheit noch geben, sich eben noch kurz einzuwählen. Danke. Ja, so nach und nach kommen auch alle Teilnehmer rein. Ich würde dennoch wieder eine Minute noch warten und dann beginnen wir auch mit dem heutigen Webinar Nutzerfreundliche Formulare mit Adobe Experience Manager Forms bereitstellen. Ja, meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Meyer. Ich fange mit dem heutigen Webinar an. Und zwar haben Sie sich angemeldet zu dem Webinar Nutzerfreundliche Formulare mit dem Adobe Experience Manager Forms bereitstellen. Vorab noch ein paar organisatorische Sachen. Sie oder Ihre Telefone sind stumm geschalten. Hat den Hintergrund, dass wir einfach hier den Geräuschpegel so gering wie möglich halten möchten. Und
dass dieses Webinar aufgezeichnet wird, sodass Sie auch im Nachgang in Ruhe auch nochmal die ein oder anderen Passagen sich anhören können. Fragen können Sie natürlich jederzeit stellen über den Chat. Wir werden diese entsprechend mit aufnehmen und entweder, wenn es passt, während des Webinars oder halt im Anschluss beantworten. Genau. Adobe Experience Manager oder AEM auch genannt, ist das heutige Thema. Wir betrachten heute hauptsächlich IAM Forms. IAM Forms ist halt ein Modul. Aber wo kommt das alles her? Also wir haben bei Adobe im Portfolio, wir sprechen immer nur noch von Cloud. Ja, es gibt die Document Cloud, es gibt eine Creative Cloud und es gibt die Marketing Cloud. Das oder diese Cloud-Symbole, die Sie hier auch sehen, beschreiben im Prinzip das gesamte Portfolio. Oder überwiegend das größte Portfolio, sage ich mal, bei Adobe. Document Cloud, die Acrobat-Produkte, die wahrscheinlich die meisten auch auf ihrem Rechner mit installiert haben, zur PDF-Bearbeitung, Generierung, auch Einbindung in den Office-Produkten. Die Kreativprodukte, also die Creative Cloud. Produkte auch CC genannt, vom Photoshop beginnend, InDesign bis hin zum Komplett-Abo. Das sind alles halt die ja, Desktop-Lösungen, die Adobe mit anbietet. Darüber hinaus gibt es aber auch richtige Serverlösungen. Serverlösungen in dem Sinne sind ja, beinhaltet in der Marketing-Cloud und die Marketing-Cloud wiederum hat insgesamt 8 Module, also man kann das im Prinzip auch nochmal unterteilen, dass man hier Module, ja, Analytics, Target oder im Speziellen auch Adobe Experience Manager. Der Kollege, der Herr Christoph Tode, ist heute auch mit dabei, der im Prinzip hier auch gleich den technischen Teil mitmacht. Wir haben hier nochmal ja, eine, genau, hier die Agenda nochmal zusammengestellt. Also der Überblick, kurz, wirklich, was ist Marketing Cloud, welche Module sind enthalten, wo gehen wir rein, also in den Adobe Experience Manager. Und der Adobe Experience Manager, dieses Modul, der Marketing Cloud, hat wiederum Untermodule. Und daraus nehmen wir uns einfach dieses IAM Forms, was wahrscheinlich bei vielen bekannt ist unter dem Thema Lifecycle-Technologie, da kommen die Produkte her und sind jetzt im Prinzip in IAM Forms integriert. Diesen ganzen Werdegang und auch zur Architektur, auch eine kurze Live-Demo werden Sie heute erleben. Das erfahren Sie jetzt in der nächsten Stunde von uns. Wie gesagt, Fragen können Sie jederzeit stellen. Wenn wir jetzt eine Folie schon mal weitergehen, da wären wir dann im Prinzip auch schon bei den ganzen Modulen der Marketing Cloud, also beginnend vom Adobe Social über Target, Analytics, um Webseiten analysieren zu können. Sie sehen schon, das Portfolio ist sehr, sehr umfassend und ist auch nicht innerhalb von einer Stunde hier darzustellen oder auch näher zu erläutern. Also wenn da auch bei den einen oder anderen von Ihnen Bedarf besteht, bei einer anderen Lösung da nochmal reinzuschauen oder dass Sie dort nähere Informationen benötigen oder gerne auch wünschen, können Sie uns jederzeit kontaktieren. Dann können wir natürlich da noch in einem Einzelgespräch Ihnen näher erläutern. Adobe Experience Manager ist im Prinzip eine ja, Content-Management-Lösung, in der wiederum weitere Module enthalten sind, also vom Experience Manager Sites. Ja, was die zentralen Schnittstellen zum Erstellen, Verwalten und Bereitstellen von digitalen Erlebnissen sind. Dann haben wir das Assets, also Bilder, Videos und andere digitale Inhalte, die für alle Bildschirme oder Geräte erstellen, verwalten und bereitstellen können. Darüber hinaus dann das Communities, also um Online-Communities oder Online-Community-Erlebnisse einschließlich von Foren, Benutzergruppen, Lernressourcen sowie weitere Funktionen für soziale Netzwerke zu erstellen. Dann haben wir noch das Mobile. Mobile ist halt sehr interessant und zwar können Sie damit hochwertige Apps erstellen. Also wir sind ja im digitalen Wandel und heutzutage, wir haben ja nicht nur noch einen Computer, sondern fast jeder von Ihnen hat mit Sicherheit ein Smartphone, vielleicht sogar noch ein Tablet und
weitere mobile Endgeräte und wir nutzen halt auch inzwischen sehr, sehr oft entsprechende Apps. Experience Manager und Mobile halt, wie gesagt, um hochwertige Apps zu erstellen, verwalten und im Prinzip dann die vorhandenen Inhalte auf mobilen Endgeräten nutzen zu können. Das heutige Thema ist dann Forms, also Forms, papierlose und effiziente automatisierte Formulare verwalten, erstellen, Dokumente und entsprechende Prozesse damit auch zu verwalten. Das ist das heutige Thema. Wie können Sie diese optimal nutzen? Daher würde ich jetzt auch an meinen Kollegen, den Christoph Tode, übergeben, der Ihnen eine Kurzeinführung und die Einordnung von IAM Forms näher bringt. Wie schaut es im Prinzip aus? Welche Möglichkeiten stehen im Prinzip im Zusammenhang mit IAM Forms Ihnen zur Verfügung? Christoph, bitte. Hallo, hier ist Christoph Tote. Ich bin IAM Consultant für die Comparex und setze im IAM-Bereich mit meinem Kollegen, den Herrn Dirk Heckler, zusammen Projekte im IAM, speziell im IAM Forms und Sites-Bereich um. Ich möchte jetzt in den nächsten Minuten eine Einführung in das IAM Forms geben. Und die Einordnung hat jetzt mein Kollege schon, Christian, schon recht gut gemacht und hat das schon mal entsprechend eingeordnet im gesamten Produktportfolio, was es gibt. Historisch gesehen muss man sagen, kommt das IAM Forms nicht direkt aus dem IAM-Bereich, sondern das ist das ehemalige Lifecycle-Produkt, was jetzt hier in dem Adobe Experience Manager integriert wurde und die Funktion übernommen wurde. Im ersten Schritt möchten wir kurz zeigen oder ein Problem aufzeigen, wie man von Lifecycle zu IAM Forms kommt. Am Ende kommt dann nochmal etwas zum Thema Lizenzierung, was dann der Christian nochmal zeigen wird. Im ersten Schritt sehen Sie hier aber, dass das Lifecycle-Produkt an sich als unter dem Namen Lifecycle nicht mehr weiterentwickelt wird, sondern dass es jetzt das IAM Forms ist. Problem, was jetzt einige Kunden haben werden, die das Produkt bereits einsetzen, ist, dass der Support und die Anpassung an die neuesten Technologien entsprechend abgekündigt ist. Das heißt, die ES3, die schon seit einiger Zeit auf dem Markt ist, wird 2017 in diesem Jahr also abgekündigt vom Support her und die weiteren Lifecycle-Versionen, also die ES4, wird im zweiten Quartal abgekündigt und es wird dafür keine Updates und Bugfixes entsprechend mehr geben. Man kann das auch entsprechend bei Adobe nachsehen. Kann man entsprechend bei Google suchen nach AOL für End of Life und Adobe, dann bekommt man folgende Webseite und hier kann man jetzt gucken, welches Produkt man entsprechend einsetzt, wann dieses entsprechend zu Ende ist. Und hier sehen wir zum Beispiel, dass die ES4, intern hat das die Versionsnummer 11, im nächsten Jahr als letzte Version 2018 auslaufen wird. Was heißt das, wenn es ausläuft? Also es gibt keine Updates mehr, vor allem im sicherheitsrelevanten Bereich werden dann keine entsprechenden Anpassungen mehr stattfinden. Wer viel Geld investieren möchte, beziehungsweise wer unbedingt noch sich 2 Jahre noch erkaufen möchte, kann dieses quasi bis 2020 noch entsprechend verlängern, erhält hierfür aber dann auch keine Plattform-Updates mehr, sondern das bewegt sich dann eher in dem Bereich, dass Bugfixes noch und so weiter für den speziellen Kunden in diesem speziellen Bereich dann eventuell bereitgestellt werden können. Dann möchte ich hier nochmal kurz daneben halten, wo jetzt der aktuelle Stand ist von der ES4. Das heißt, wir unterstützen im Moment in der ES4 nur das Betriebssystem Windows Server 2008. Das wird sich mit der Version IAM Forms dann auch entsprechend ändern und hier wird dann auch die neueste Windows-Version unterstützt. Wer zum Beispiel den PDF-Generator einsetzt, kann zum Beispiel aktuell nur bis Windows, bis Office 2010. Office 2010 entsprechend arbeiten und hier sieht man dann eben schon, dass ein entsprechendes Plattform-Update bisher nicht stattgefunden hat und auch nicht mehr stattfinden wird, sondern dass die Weiterentwicklung des Produktes im IAM Forms dann stattfinden wird. Und hier sieht man dann auch,
das für IAM-Firms, wie wir es hier oben sehen, dann auch das Office 2013 und 2016 dann entsprechend unterstützt wird. Das ist also damit gemeint, dass man, dass der Support damit ausläuft und wenn man die neuesten Technologien, die PDF-Konvertierung zum Beispiel nutzen möchte, muss man dann entsprechend ein Update vornehmen. Okay, ich wechsle zu meinen Folien zurück. Was passiert mit den Funktionalitäten, die Lifecycle bereitgestellt hat? Diese Funktionalitäten gehen nicht verloren, sondern werden alle in dem IAM-Forms aufgehen. Das heißt also, alles, was man so bisher kennt von den Modulen wie PDF-Generator, wie Forms, Output, Rights-Management, wird es weiterhin in IAM-Forms geben. Es können auch die bestehenden Anwendungen zum Großteil dort auch weiter verwendet werden und es gibt einen minimalen Migrationsaufwand. Hier sieht man nochmal die Architektur. Dazu muss man jetzt wissen, dass auf der linken Seite gibt es die IAM Forms OSGI Variante und auf der rechten Seite gibt es die IAM Forms GGI Variante. Hier sieht man, dass aus beiden Produktlinien, die es früher gab, eine Architektur oder zwei Möglichkeiten einer Architektur erstellt wurde. Das IAM existierte bereits in der OSGI-Variante, also in der linken Variante, und das Forms wurde dort quasi hinein übernommen, das Lifecycle wurde dort hinein übernommen, während auf der rechten Seite, das ist nämlich die Lifecycle-Architektur in der G2E-Variante, das IAM dort darin übernommen wurde. Das heißt, das bezieht sich dann vor allem auf die Migration, dass wenn ich von Lifecycle komme, kann ich nämlich die rechte Architektur verwenden und befinde mich in der gleichen Architekturschiene, wie ich sie bisher kenne. Komme ich aus der linken Seite, das heißt, ich habe früher nur das IAM Sites bzw. das G2E5 als Vorgängerprodukt eingesetzt und möchte ich jetzt die neuen Funktionalitäten von Forms und von Lifecycle nutzen, dann kann ich mit meiner bekannten Architektur, der OSGI-Architektur, weiterarbeiten. Das heißt also, es werden beide Welten unterstützt und ich kann mich in beiden Welten dann entsprechend bewegen und meine Lösungen darin implementieren. Auf der nächsten Folie sehen wir nochmal die entsprechende Detailstruktur, die es gibt mit den entsprechenden Modulen. Hier möchte ich jetzt detailliert darauf eingehen. Das kann man dann in einem speziellen Workshop dann nochmal tun, wenn man sich dann eine spezielle Lösung angucken muss. Man sieht zumindest auf der linken Seite, es gibt weiterhin den Lifecycle Designer, der jetzt IAM Forms Designer heißt. Das ist weiterhin ein Desktop-Produkt, um Formulare entsprechend zu erstellen. Diese Formulare kann man dann über die entsprechenden Web-Anwendungen, die IAMs bereitstellt, in das IAM zum Beispiel übernehmen und kann diese entsprechend hier auch weiterverarbeiten. Es gibt dann unterschiedliche Form-Services. Die meisten beziehen sich speziell auf Formulare, das heißt also Forms zum Rendern der Formulare. Reader Extension wird zum Beispiel verwendet, dass man auch mit einem Adobe Reader ein PDF-Formular entsprechend speichern kann und auch über eine elektronische Schnittstelle automatisch versenden kann. Der Assembler ist eine Möglichkeit, um unterschiedliche PDF-Dokumente miteinander zu kombinieren und bestimmte PDF-Operationen darüber auszuführen. Dann gibt es eine Komponente, um digitale Unterschriften anzubringen und diese entsprechend zu validieren. Da gibt es auch einen neuartigen Dienst, der heißt ein EchoSign. Der geht dann entsprechend mit in die, gehört dann mit entsprechend in die Marketing Cloud. Nein, das war falsch, in die Document Cloud gehört das. Also das heißt, man kann auch die unterschiedlichen Cloud-Dokumente, Produkte miteinander kombinieren. Das heißt also auch, kann ich in IAM Forms Dienste aus der Document Cloud mit entsprechend verwenden. Okay, so viel
zu der entsprechenden Detailstruktur, das kann man sich dann entsprechend nochmal für eine entsprechende Lösung dann konkret ansehen, was davon benötigt wird. Kommen wir dann zu den Formularen. Das heißt, wir haben drei, mit AEM Forms gibt es jetzt drei unterschiedliche Formulartypen. Da gibt es auf der linken Seite die bekannten PDF-Formularen, die mit dem Lifecycle Designer oder jetzt mit dem AEM Forms Designer erstellt werden. Diese können völlig unabhängig vom Internet offline ausgefüllt und gespeichert werden mit dem Acrobat oder wenn sie im Reader Extension freigeschaltet sind, auch mit dem Adobe Reader. Man kann hier zum Beispiel auch 2D-Strichcodes verwenden, um Formulardaten, die in dem Formular erfasst wurden, entsprechend den Barcode zu kodieren, die dann entsprechend in einem Posteingangsprozess beim Kunden oder in einer Behörde oder in einer Firma dann entsprechend ausgelesen werden können und die Daten sofort erhalten werden können. Oder man kann mit PDF-Formularen auch die digitalen Signaturen verwenden und ein PDF dann entsprechend signieren. Die Weiterentwicklung ist, dass man, die man sicherlich schon kennt, wer sich ein bisschen oder wer sich ein wenig mit Formulare auskennt, hat sicherlich schon mal bemerkt, dass viele PDF-Formulare, die jetzt im Internet angeboten werden, nicht mehr direkt im Browser angezeigt werden können. Das hat folgenden Hintergrund, dass die Browserhersteller immer weniger externe Plugins zulassen möchten und auch immer weniger Schnittstellen dafür oder strengere Richtlinien an diese Schnittstellen bereitstellen, um diese entsprechend zu implementieren. Adobe liefert oder hat dafür ein Acrobat-Plugin oder ein Adobe Reader-Plugin für die entsprechenden Browser ausgeliefert. Diese Verbreitung ist jetzt zurückgegangen und die Browser haben einen standardmäßigen PDF-Reader für einfache PDF-Dokumente. Das heißt, für textbasierte PDF-Dokumente, diese kann man weiterhin im Browser darstellen. Die werden dann über den integrierten PDF-Reader dargestellt, also nicht über den Adobe Reader. Das hat zur Folge, dass die Formulare damit entweder nur sehr rudimentär dargestellt werden können oder zum Teil gar nicht. Dann gibt es so eine solche Meldung, dass man dafür das Adobe Acrobat Produkt braucht und das PDF runterladen muss und dann entsprechend öffnen muss. Das ist natürlich, bei diesem Vorgang kann man natürlich nicht wirklich von User Experience reden, weil man hier dann einen Bruch hat und dem Nutzer das natürlich entsprechend erklären muss und der Otto-Normalverbraucher, wenn man davon ausgeht, wenn man jetzt zum Beispiel von einem Bürger oder so redet, der jetzt nicht unbedingt technikaffin ist, dann kann das natürlich zum Problem werden und man verliert den entsprechenden Nutzer. Warum erzähle ich das eigentlich? Weil es jetzt nämlich die Möglichkeit gibt, PDF-Formulare auch als HTML5-Formulare im Browser darzustellen. Das heißt, ich kann ein PDF-Formular, welches ich mit dem Lifecycle Designer erstellt habe, in den IAM Forms Server drin ablegen und dieser IAM Forms Server rendert mir dieses Formular als HTML-Seite. Das möchte ich nachher auch noch zeigen. Somit umgehe ich das Problem, dass ich ein entsprechendes PDF so darstellen muss in diesem Adobe Reader Plugin, sondern ich kann entsprechend die Browser-Technologien HTML, HTML5 speziell nutzen, um mein Formular darstellen zu können. Das bringt natürlich gewisse Einschränkungen mit. Zum Beispiel kann man darauf keine digitale Signatur anbringen. Die nächste Entwicklung davon sind die adaptiven Formulare. Weil das HTML5-Formular, hier ist das Ziel, dass das Dokument genauso aussieht im Browser, wie im Adobe Reader. Bei den adaptiven Formularen, adaptiv heißt hier, dass sich das Formular an das entsprechende Endgerät anpasst. Das heißt, wenn ich das Formular mit einem Desktop-PC aufrufe, dann habe ich das größte Raster und es wird in voller Breite entsprechend dargestellt. Rufe ich das Formular mit einem Tablet oder mit einem Smartphone auf, passt sich dieses Formular entsprechend an das Endgerät an. Diese Technologie wird schon standardmäßig von dem IAM Forms in gewissen Templates mitgeliefert und kann einfach genutzt werden, ohne dass ich großartig
über CSS und so weiter diese Funktionalität erstellen muss. Deswegen adaptive Formulare. Okay, kommen wir hier nochmal zu dem einzelnen Punkt, wie das entsprechend aussieht. Das heißt, wir haben ein XFA-Template, vielleicht auch ein XML-Schema oder eine Vorlage, über die ich dann ein entsprechendes adaptives Formular erstellen kann. Hier in der Mitte sehen wir nochmal die drei Ausprägungsstufen und ich kann das entsprechend durch IAM-Forms rendern lassen und anschließend die Daten direkt in das IAM-Forms-Workflow, das ist das ehemalige Lifecycle-Process-Management, direkt die Daten dort drin weiterverarbeiten. Auf der nächsten Folie sieht man nochmal die unterstützten Formularfunktionen, die hier möglich sind. Also es gibt weiterhin das dynamische Layout, was man auch schon in PDFs umsetzen könnte. Es gibt hier eine Feldvalidierung, das heißt, ich kann zum Beispiel in einem Feld prüfen, wurde ein korrektes Datum eingegeben oder wurde jetzt hier ein korrekter Geldbetrag eingegeben. Außerdem kann ich jetzt hier kontextbezogene Hilfe anbieten, das heißt, es kommt schon standardmäßig mit und kann hier entsprechende Hilfetexte hinterlegen. Weiterhin kann ich mit meinen XML-Daten, wie ich das aus dem Lifecycle Designer vielleicht gewohnt bin, genau mit den gleichen Datenschemen und der gleichen Struktur weiterarbeiten. Ich kann auch damit Barrierefreiheit ermöglichen. Der nächste Punkt ist, dass ich die Möglichkeit habe, die Formulare auf der Serverseite zu speichern. Ich kann sie dort also auch zwischenspeichern und hier merkt man schon, dass ich auch natürlich das Problem habe, wenn ich diese Technologie nutze, dass diese Formulare nur online quasi ausgefüllt und aufgerufen werden können. Das heißt, ich brauche immer eine Verbindung zu dem entsprechenden Server. Das heißt, je nachdem, wo die Formulare angeboten werden, muss ich mich entsprechend im Intranet oder im Internet dafür befinden. Diese Möglichkeit, um Formulare offline auszufüllen, diese Funktionalität stellt architekturbedingt eben nur der Adobe Reader zur Verfügung. Außerdem können Dateianlagen unterstützt werden und es kann der HTML Workspace zur Datenerfassung auch genutzt werden. Der Forms Workspace gibt es jetzt auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Das heißt, ich kann hier auch eine mobile Anwendung davon bereitstellen und diese ermöglicht es dann, die Dokumente oder dass die Formulare darin angezeigt werden und dass man dort auch die Daten darüber erfassen kann. Wenn man hier eine entsprechende Adobe liefert mit IAM Forms, eine entsprechende Offline-Version oder eine entsprechende App-Version zur Verfügung, die man dann speziell für sich anpassen kann und diese ermöglicht es auch, dass die Formulare darin auch offline ausgefüllt werden können. Dafür ist aber prinzipiell einiges an Infrastruktur und Programmierung dafür notwendig. Was sehen wir hier auf der nächsten? Auf der nächsten Folie sehen wir nochmal eine Zusammenfassung. Es gibt also, dass die Formularfunktionen stark erweitert wurden, es neue Funktionalitäten gibt und dass man vor allem hier auch mit der Zeit geht und entsprechend HTML5 und adaptive Formulare investiert. Ziel ist es, wie immer bei Formularprozessen, wenn man diese automatisiert, dass die manuellen Prozesse dabei reduziert werden und es natürlich zu einer gesteigerten Kundenzufriedenheit kommt. Das heißt, hier möchte man eine entsprechende User Experience erreichen und die ganze Formularhandhabung eben zu einem Erlebnis für den Nutzer machen und nicht, dass am Ende das Ausfüllen eines Formulares zum Frust wird, weil zum Beispiel eine entsprechende Zeile fehlt, wenn man zum Beispiel ein Papierformular hat. Das heißt, man hat dort zum Beispiel 4 Zeilen vorgegeben auf einem Papierformular, wo ich jetzt 4 Kinder eintragen kann. Jetzt habe ich aber 5 Kinder, jetzt fehlt mir für das fünfte Kind quasi die nächste Zeile. Was nun? Also um solche Dinge zu vermeiden, dafür kann man dann entsprechende dynamische Formulare verwenden. Hier sehen wir nochmal den einzelnen Funktionsumfang, das, was ich bisher schon erklärt habe. Jetzt möchte ich gerne in eine Live-Demo wechseln. Zu den Folien kommen wir später nochmal.
Mit den Folien kommen wir später nochmal zurück und ich möchte im ersten Schritt mal zeigen, wie es entsprechend aussieht, wenn ich den Adobe Experience Manager starte. Das ist dann nach dem Login die entsprechende Startseite und ich kann hier jetzt die entsprechenden Dienste auswählen. Das IAM Forms bzw. das IAM Sites gibt es in zwei Varianten. Das heißt, ich kann das einmal bei Adobe hosten lassen und dort quasi meine Lösungen implementieren lassen. Und es gibt auch eine Variante, bei der ich die gesamte Lösung selber hoste. Wir haben aber vorhin noch mehrere Module gesehen. Die können nicht alle selber gehostet und bereitgestellt werden, sondern die werden als Dienste, als Cloud-Dienste von Adobe bereitgestellt. Wenn ich jetzt hier oben rechts klicke, sehe ich hier nochmal die entsprechenden Absprünge in die entsprechenden Cloud-Produkte. Okay. Wir wollen jetzt das IAM Forms aufrufen und dazu klicke ich jetzt hier links oben und kann jetzt hier das Forms-Produkt entsprechend hier auswählen. Hier sieht man auch schon die weiteren Module, die wir ganz am Anfang erwähnt haben. Dann sieht man hier zum Beispiel das Sites und das Assist und das Mobile sowie das Community. Ich wähle jetzt hier entsprechend das Forms aus und möchte ein entsprechendes Formular anlegen. Von einem anderen Kundenprojekt gibt es bereits Formulare, die ich jetzt hier einfach schon mal reingeladen habe. Diese existieren im Designer als XDP. Das heißt, das Formular ist jetzt hier entsprechend erstellt worden vom Kunden und ich habe dieses vom Kunden erstellte Formular einfach hier hineingeladen. Im ersten Schritt möchte ich zeigen, wie dieses Formular nach HTML5 gerendert wird, sodass ich das jetzt hier auch als HTML5-Formular im Browser darstellen kann. Hier sehe ich jetzt das Formular und ich kann jetzt hier ganz einfach die Felder ausfüllen. Und wie wir sehen, oder wie das schon aus dem Adobe Reader bekannt ist, haben wir hier oben diese typische farbige Leiste, wo dann eben drin steht, dass ich die Felder entsprechend ausfüllen kann. Es werden sogar die Buttons hier unten aus den Formularen entsprechend gerendert und es werden auch die gleichen Schnittstellen, die ich aus dem PDF herkenne, werden jetzt hier auch entsprechend angedruckt oder entsprechend ausgegeben. Das ist jetzt eine HTML-Seite, sieht genauso aus, oder das Ziel ist es, dass es genauso aussieht wie im Adobe Reader. So, jetzt möchte ich im nächsten Schritt zeigen, wie wir zu einem adaptiven Formular kommen und möchte dieses Formular als Grundlage dafür nehmen. Das heißt, ich kann jetzt hier rechts oben über den Create-Button sagen, ich möchte ein adaptives Formular erstellen. Das wähle ich jetzt hier aus. Ich wähle jetzt hier ein entsprechendes. Nee, stopp, das war falsch. Ich möchte ein adaptives Formular, nicht ein adaptives Dokument. Ein adaptives Dokument, das ist ein Modul des Korrespondenzmanagements, was hier ebenfalls enthalten ist. Hier kann ich zum Beispiel Briefschreibung oder im Wesentlichen Briefschreibung automatisieren. Wir möchten jetzt hier ein adaptives Formular machen und hier werden schon diverse Templates von Adobe mitgeliefert. Ich muss jetzt also hier ein Seitentemplate aussuchen. Ich mache das jetzt mal hier ganz einfach und nehme ein entsprechendes leeres Template. Okay, jetzt habe ich hier so ein paar Metadaten, die ich jetzt hier entsprechend vergeben möchte und hier wähle ich jetzt aus und sage Test Webinar, kann hier entsprechend noch eine Beschreibung vergeben, ist jetzt aber nicht wirklich notwendig. Das Form-Model ist hier ein interessanter Punkt, weil hier kann ich nämlich jetzt entsprechend auswählen, welche Grundlage das adaptive Formular haben soll. Das heißt, ich kann also unter Form-Templates das schon bereits hochgeladene XDP aus dem Lifecycle Designer oder aus dem IAM Forms Designer verwenden oder aber ich kann auch ein XML-Schema verwenden, welches ich vielleicht schon in mein System hineingeladen habe oder kann es auch entsprechend jetzt über diesen Upload-Button auch hineinladen. Wir möchten mal bei dem Formular-Template bleiben und ich wähle jetzt hier entsprechend das Template aus und sage, im nächsten Schritt möchte ich noch ganz kurz den Advanced-Button Reiter zeigen. Hier kann ich dann entsprechend festlegen, wann das Formular verfügbar sein soll, beziehungsweise ob es nur in einem bestimmten Zeitraum verfügbar sein soll.
Hier mit dieser dritten Möglichkeit kann ich es auch in der vorhin bereits erwähnten Formular-App bereitstellen, sodass es dann auch offline in dieser App allerdings nur verfügbar ist, dass eine Synchronisation hier stattfinden kann. Dazu kann man in einem gesonderten Termin mehr erfahren. Okay, ich erstelle jetzt das Formular. Das ist passiert und kann jetzt über den Open-Button kann ich das Formular öffnen. Öffnet sich das Formular hier und ich kann das jetzt hier entsprechend in der Edit-Übersicht kann ich das jetzt hier entsprechend designen. Hier habe ich jetzt entsprechende Container zur Verfügung, die ich entsprechend konfigurieren kann und darin auch die Elemente ablegen kann. Da ich jetzt als Formulargrundlage mein Formular ausgewählt habe, kann ich jetzt hier auch die einzelnen Elemente, die ich im Designer zur Verfügung habe, einfach hier links unter Data Model Object auswählen und in das Formular hineinziehen. Das heißt also, ich brauche zum Beispiel auch meine Texte nicht mehr schreiben. Ich mache das jetzt hier einfach mal ein bisschen wahllos, aber das sind genau die Elemente, die ich im Designer angelegt habe. Die werden mir jetzt hier entsprechend angeboten. So, und dann möchte ich hier noch gerne noch die Anrede nehmen. Die Anrede ziehe ich dann auch entsprechend hier noch hinein und dann möchte ich noch den Namen nehmen. Aus Zeitgründen erspare ich mir jetzt die entsprechenden weiteren Elemente, aber im Wesentlichen ist das diese Struktur, die wir jetzt hier sehen, entspricht dieser Struktur, die ich jetzt hier im Designer mal angelegt habe. Wir erzeugen ja jetzt ein adaptives Formular, deswegen machen wir Abstriche bei dem, nein, nicht Abstriche, sondern wir erzeugen jetzt hier ein anderes Design. Und dieses Design ermöglicht es nämlich dann, auf unterschiedlichen Geräten dargestellt zu werden. Ein solches Design, wie wir es jetzt hier sehen im PDF, ist zwar für das PDF optimiert oder für einen Papier orientiert, während ich aber gerne jetzt bei den adaptiven Formularen ein für web-orientiertes Formular erzeugen möchte. Das heißt, wir haben jetzt hier die Formularfelder alle untereinander. Ich kann jetzt hier auch in den Eigenschaften festlegen, dass es auch nur über eine entsprechende Breite gehen soll. Dazu gibt es dann zum Beispiel hier die Möglichkeit festzulegen, über wie viele Spalten das gehen soll. Und kann jetzt eben sagen, dass es nur über drei Spalten überspannen soll, das Feld, und nicht über alle. Das heißt also, Formulare werden hier in einem Raster erzeugt. Das heißt, das Raster hat eine bestimmte Anzahl von Spalten und über diese Spalten können dann die entsprechenden Elemente gelegt werden. Das Raster ist notwendig, um ein adaptives Formular für die entsprechenden Endgeräte zu erzeugen. Wie wir hier auch schon in den Links in den Eigenschaften sehen, kann man dann ja auch den entsprechenden Namen festlegen oder den entsprechenden Titel noch ändern. Diese Werte sind hier schon entsprechend vorbelegt, weil diese aus dem ursprünglichen XDP, aus dem Lifecycle Designer vorhanden sind. Hier kann ich dann zum Beispiel noch eine Meldung festlegen, die erscheinen soll, wenn das Feld zum Beispiel ein Pflichtfeld ist. Ganz wichtig ist hier, oder was hier eben auch der große Vorteil ist, es wird hier entsprechend auch schon eine Bindreferenz festgelegt. Diese Referenz wird ebenfalls aus dem Formular übernommen und hier an dem Formular wurde mit einem entsprechenden Schema gearbeitet. Und es ist die Schnittstelle zwischen dem PDF und dem adaptiven Formular zu dem Datenaustausch. In dieser Struktur, wie sie jetzt hier stehen, werden dann die Daten in das XML angelegt. Dazu zeige ich nachher gleich noch ein praktisches Beispiel. Dazu, zu den weiteren Feldern, möchte ich jetzt hier nicht weiter eingehen. Vielleicht doch noch ganz kurz zu den Patterns. Hier kann ich jetzt definieren, welches Muster dieses Feld haben kann. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel festlegen, dass das eben eine Telefonnummer sein soll. Diese Felder, die jetzt hier in der Standardvariante schon zur Verfügung stehen, sind jetzt nicht sehr viele, aber ich kann auch hier entsprechend eigene definieren. Okay, dabei möchte ich es jetzt noch belassen und möchte jetzt am Schluss hier unten noch einen Submit-Button noch hinzufügen, weil ich möchte gerne noch das Formular absenden. Was soll beim Absenden passieren? Ich möchte hier gerne zwei Dinge zeigen, die man schon in der Standardvariante ohne großen Aufwand tun kann. Man kann es nämlich als PDF zum Beispiel per Mail versenden, beziehungsweise kann ich es auch als PDF in meinem Content Repository, also in der Datenbasis des ganzen Systems drin ablegen.
Das muss ich jetzt hier noch entsprechend konfigurieren. Dazu wähle ich jetzt den äußeren Container aus. Der ausgewählte Container wird immer in diesem dunkelblauen Rahmen hier dargestellt und über einen Klick kann ich dann über diesen Schraubenschlüssel entsprechend die Funktionen auswählen. Okay, so, jetzt kann ich hier viele Dinge noch vorauswählen. Das schenken wir uns an der Stelle, sondern ich möchte jetzt hier eben auswählen, was entsprechend passieren soll. Und ich möchte das gerne als PDF, als Anhang einer E-Mail versenden. Ich trage jetzt hier einfach mal meine E-Mail-Adresse ein, auf die ich jetzt Zugriff habe, kann jetzt hier noch mein abgesendetes Formular, kann ich jetzt hier im Thema eintragen, also das heißt, ich stelle hier zusammen, wie die E-Mail aussehen soll und kann hier im letzten Punkt dann sagen, dass das Dokument oder das Formular als PDF angehängt wird. Das kann ich jetzt hier im speziellen Fall deswegen tun, weil ich das XCP ausgewählt habe. Das heißt, es gibt ein PDF dazu und diese Bindreferenz, die wir vorhin gesehen haben, ist die Schnittstelle. Das heißt, ich kann das Formular hier ausfüllen und kann gleichzeitig dazu mein PDF-Formular, was ich vielleicht schon aus vorhergehenden Projekten habe, mit diesen Daten automatisch befüllen und weiterverwenden. Dieser Vorgang wird jetzt im IAM Document of Record genannt. Hier kann ich jetzt noch den eigentlichen Message-Bereich festlegen und hier sind auch zum Beispiel Platzhalter möglich und ich möchte jetzt hier einfach mal auf das Feld Name zugreifen. Okay, diese Funktionalität bestätige ich jetzt hier oben entsprechend, dass ich das entsprechend speichern möchte und ich rufe jetzt das Formular in einem neuen Tab auf, in einer Variante, wie es jetzt der Endanwender sehen würde. Und das sieht dann nämlich entsprechend so aus. Jetzt sehen wir hier die Desktop-Variante des Formulars. Jetzt möchte ich aber auch gleich noch zeigen, wie es aussieht, wenn ich es in einem Tablet oder in einem Smartphone darstellen möchte. So, und dabei sehe ich jetzt hier zum Beispiel, dass sich das entsprechend zusammenrutscht und entsprechend dann auch ein Menü jetzt hier rechts oben erzeugt wird, wenn ich dann in der Smartphone-Variante bin und dass ich hier entsprechend dann auch navigieren kann. Da wir hier nur relativ wenige Felder haben, sieht man jetzt hier noch nicht so besonders viel. Wenn ich noch 2 Minuten dann Zeit habe, zeige ich das mit einem etwas komplizierteren Template. Da sieht man das dann entsprechend besser. Okay, ich fülle das jetzt entsprechend aus und ich trage jetzt hier einfach mal meinen Namen ein, drücke auf Submit und das Formular wird jetzt abgesendet. Ja. Wird jetzt entsprechend abgesendet. Aus irgendeinem Grund funktioniert das jetzt nicht. Wo ist jetzt das Problem? Ich habe es vorhin noch vorbereitet mit einem anderen. Probieren wir mal das andere, was ich vorhin vorbereitet habe. Ah, ich glaube, ich habe was vergessen. Mal gucken, ob es damit geht. Wenn es damit geht, dann ist gut. Wenn nicht, benutzen wir jetzt das andere, meine Vorbereitung. Das ist immer so typisch, wenn man es live vorführt, dann sind das so diese Vorführeffekte. Ja, hier sehen wir leider den nächsten Vorführeffekt. E-Mail Header from. Achso, ich habe was vergessen. Das sehen wir jetzt in der Fehlermeldung. Ich habe aus irgendeinem Grund die E-Mail nicht richtig festgelegt. Machen wir das nochmal zu. Ah ja, das ist nicht richtig. Genau. Das war die falsche Adresse, deswegen konnte das über den E-Mail-Server nicht verteilt werden und ich muss hier die entsprechende korrekte Adresse eintragen. Okay, das haben wir jetzt gespeichert. Neuer Versuch, jetzt aktualisieren wir das hier nochmal. Sagen wir her.
Und es hat geklappt. Hier bekomme ich jetzt eine sogenannte Thank You Page. Wenn Sie vorhin zugesehen haben oder genau hingeguckt haben, haben Sie in den Properties auch gesehen, dass ich diese auch entsprechend konfigurieren kann. So, jetzt gucke ich auf meinen anderen Bildschirm in meinen E-Mails und da müsste jeden Augenblick, genau, hier ist sie schon, eine Mail auftauchen. Die ziehe ich jetzt noch hier rüber. Und hier sehen wir jetzt, also, dass die Variable entsprechend durch das Feld ersetzt wurde und im Anhang das Formular hängt. Wenn alles geklappt hat, genau, taucht jetzt in diesem Formular, sehe ich jetzt genau das Formular, was ich als Grundlage da verwendet habe, das XDP als PDF hier wieder auf mit meinen entsprechenden Eingaben hier drin. So viel dazu, wenn man also ein bekanntes XDP verwendet und das hier als Beispiel nutzt. Als letzten Punkt möchte ich noch ganz schnell zeigen, in einem komplexeren Beispiel, wie das mit dem Zusammenschieben aussieht. Dazu wechsle ich hier nochmal zurück, sage hier nochmal ganz schnell ein adaptives Formular erstellen. Wähle mal hier eine, wer schon öfters mit den IAM Forms oder CQ5 Produkten gearbeitet hat, kennt das sicherlich. Adobe bietet hier immer entsprechende Beispiele an und hier wird dann immer von einem Geometrics Beispiel geredet. Das heißt, es ist so eine fiktive Firma, die bestimmte Dinge tut. Und hier gibt es dann schon entsprechende Beispiele auch dazu. Das erzeuge ich jetzt hier mal. Ich nenne das mal schnell Beispiel. Und hier sind eben schon reichlich Formularfelder enthalten. Und hier kann ich das Adaptive vielleicht mal besser zeigen. Genau, hier sehen wir es jetzt entsprechend in der Editorenansicht. Hier sind eben schon, hier habe ich jetzt links entsprechende Menüs, die dann entsprechende Inhalte schon zeigen. Und das muss ich natürlich dann auch anders verhalten. Jetzt rufe ich dieses Beispiel noch im Vorschau-Modus auf. Das habe ich vorhin nicht richtig gemacht, deswegen hat es nicht funktioniert. Okay, so, jetzt sehen wir es hier quasi so, wie es der Kunde am Schluss sehen würde. Und jetzt zeige ich das mal, wie das entsprechend aussieht, wenn ich es dann zusammenschiebe. Jetzt haben wir quasi die Tablet-Ansicht. Und jetzt sind wir schon in der Smartphone-Ansicht. Nein, jetzt sind wir in der Tablet-Ansicht und kann jetzt hier von oben nach unten die entsprechenden Bereiche aufklappen und sehe die entsprechenden Felder hier unten, die ich dann entsprechend ausfüllen kann. Das ist jetzt so ein Standardverhalten, was eben mitkommt. Und wenn ich dann in der Tablet-Ansicht bin, kann ich dann hierüber über die einzelnen, hier über diese Vor- und Zurückpfeile, über die entsprechenden Sektionen darüber wechseln und auch auf dem Handy, auf dem Smartphone das entsprechend ausfüllen. Hier gibt es dann noch ein entsprechendes Menü, was dann hier erzeugt wird. Und diese Standardfunktionalität kann ich jetzt, oder diese Standard-Templates kann ich jetzt dafür nutzen, um meine eigenen adaptiven Formulare zu erstellen. Auch kann ich hier natürlich die Farben und so weiter entsprechend alles anpassen. Dafür gibt es jetzt einen sogenannten Template-Designer, der sich sehr stark an den Lifecycle-Designer anwendet, um entsprechend auch die Farben und so weiter dann anpassen zu können. Im Moment haben Sie jetzt hier einfach ein Testsystem gesehen, bei dem die Standardfunktionalitäten einfach genutzt wurden. So, das war jetzt so viel zu meiner Vorführung und ich möchte jetzt nochmal an Christian übergeben und wechsle dazu nochmal auf die Folien, der uns noch was zur Lizenzierung erzählen möchte. Hier die falsche Ansicht. Tausch mal. Okay, Christian, ich übergebe dir. Ja, vielen Dank, Christoph. Ich hoffe, es war ein sehr, sehr schöner Überblick. Ich fand's gut. Falls jetzt schon Fragen gekommen sind, haben Sie natürlich jetzt auch noch die Möglichkeit, oder wenn wir gerade noch bei dem Thema sind, diese zu stellen, gerne über den Chat. Ansonsten würde ich parallel schon mal weitermachen mit der Lizenzierung, weil wie wird IAM Forms jetzt lizenziert? Also es ist ein komplettes Paket. Also es wird nicht mehr so wie damals die Lifecycle-Produkte. Man musste sich halt für ein entsprechendes Produkt entscheiden, ob das jetzt der PDF-Generator war oder wieder Extension aus dem Lifecycle-Bereich. Das haben sie jetzt alles in IAM Forms mit enthalten. Das heißt, sie brauchen auch keine Vorab-Analyse mehr machen. Was wird überhaupt benötigt? Welche Module können Sie mitverwenden, was wäre im Prinzip auch der Mehrwert. Sie haben das Gesamtpaket. IAM Forms können wirklich von allen Modulen auswählen, was im Prinzip für Sie im Unternehmen relevant wäre und was dann auch der Mehrwert ist. Ob das jetzt sofort ist oder dann im Laufe der Zeit,
Das ist natürlich dann Ihre Entscheidung. Die Lizenzierung erfolgt nach Cores. Das bedeutet halt wirklich pro Core, also je nachdem, wie viele Cores Sie benötigen, muss IAMForms entsprechend lizenziert werden. Jetzt kommt natürlich die Frage, wie viele Cores benötige ich denn? Also klar, einmal Ihre technische Sichtweise, aber und zum anderen auch die Frage, was müssen oder was wollen Sie im Endeffekt denn machen? Wollen Sie reinweg nur PDFs generieren? Also, oder hätte diese formularbasierte Variante, was da Christoph Tode gerade gezeigt hat? Ich denke, Christoph, ich glaube, da stimmt es mir auch zu. Da müsste man dann halt im Einzelgespräch nochmal sich den Bedarf oder Ihre Prämissen einfach anschauen, um diese ja, Lizenzierung festzumachen, damit Sie auch ein flüssiges System dann im Endeffekt nachher haben. Christoph, stimmt? Ja, Magst du noch? habe ich schon gesagt. Habe ich zugestimmt, genau. Okay. Genau, ansonsten haben Sie auch hier die Entwickler- und Testlizenzen sind bereits mit in einem Forms enthalten. Unten sehen Sie auch nochmal kurz zusammengefasst, also die Lizenzierung halt per Core als On-Premise-Variante. Sie können natürlich auch ein komplett fertiges Paket erwerben, also Managed Services. Das beginnt mit einem Basispaket und kann entweder direkt bei Ihnen oder halt über einen Amazon Web Server Service lizenziert werden oder ja, entsprechend ausgerollt werden. Ein Punkt, was bei Forms noch nicht, also nicht von vornherein mit dabei ist, wäre im Prinzip das Document Security. Document Security für den einen oder anderen auch bekannt als Rights Management ist im Prinzip dann nochmal separat zu lizenzieren zu dem IAM Forms als ja, Add-on entsprechend pro Nutzer oder pro Empfänger des jeweiligen Document Security. Gut, das war's auch nochmal von meiner Seite her. Wenn Sie jetzt Fragen haben oder auch im Nachgang, dann können Sie uns gerne kontaktieren. Entweder meinen Kollegen Christoph Tode. Des Weiteren wäre auch noch der Tobias Hübner aus unserem Bereich für Sie mit zuständig und halt natürlich auch meine Wenigkeit. Das wäre dann jetzt auf der letzten Folie dann auch nochmal die Kontaktdaten zu sehen. Und ich schaue gerade mal, kommt schon die erste Frage. Und zwar besteht die Möglichkeit, diese Formulare auch für automatisierte Workflows mit mehreren Bearbeitern, Genehmigern zu verwenden, welche zum Beispiel Gruppen- oder Kostenstellen gesteuert werden. Ja, das kann man so tun. Dafür braucht man dann eben ein entsprechendes Formular. Und ich hatte ja vorhin schon kurz diesen HTML Workspace erwähnt. Der kann dann quasi als Oberfläche dafür dienen, um die entsprechenden Formulare aufzurufen mit dem IAM Forms Workflow, beziehungsweise mit diesem ehemaligen oder dem Nachfolger des Process Managements, kann ich dann auch Prozesse designen. Auch mit entsprechenden Nutzeraktionen und kann diese dann über den HTML Workspace dann quasi starten, beziehungsweise mit mehreren Nutzern darin teilnehmen. Das ist so diese Standardfunktionalität. Hier kann ich natürlich dann auch entsprechende Kostenstellen darin entsprechend abbilden. Das heißt also, wenn eben ein entsprechendes Formular von jemandem eingeht, dann wird es eben dann wird dieses Formular zu dieser Kostenstelle und so weiter zugeordnet. Das ist dann quasi in der Workflow-Umsetzung dann entsprechend möglich, dass man da entsprechende Buchungen gleich vornimmt oder entsprechende Datensätze in einer Datenbank und so weiter. Das kann man dann in dem Process Management dann entsprechend durchführen. Wie gesagt, es gibt dann den HTML Workspace, den man dann auch auf einem Tablet ausrollen kann und dort auch die Formulare offline bereitstellt. Das ist in diesem kompletten Paket drin. Schon enthalten und es bietet auch hier die Möglichkeit, sehr viele oder hier sind für die Umsetzung des Ganzen sind sehr viele einzelne Module eben darin schon enthalten und können dafür eben auch verwendet werden. Wie gesagt, der Workspace, dann für das Tablet die App dazu entsprechend, die Process Engine, die dafür dann entsprechend auch genutzt werden kann. Das ist so ein typischer Anwendungsfall, den man damit umsetzen kann. Ja.
Ich schaue gerade nochmal, ob die nächste Frage noch kommt. Nein, aktuell haben wir keine. Wie gesagt, wenn im Nachgang noch Fragen kommen sollten, können Sie uns jederzeit kontaktieren natürlich. Die Präsentation und die entsprechende Aufzeichnung dazu erhalten Sie dann im Nachgang von uns nochmal zugesandt per E-Mail, beziehungsweise den entsprechenden Link dann. Gut. Wenn jetzt keine weiteren Fragen sind, dann würde ich auch sagen, wir sind in der Zeit geblieben. Ich bedanke mich auch sicherlich im Namen von Christoph Tode, dass Sie sich heute eingewählt haben und auch die Zeit genommen haben für unser Webinar und wünsche Ihnen vorab schon mal ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.